Warum war es für dich wichtig, bei dem Projekt Arenen für die Gegenwart mitzumachen? Für mich persönlich war es sehr interessant, Personen zu hören, die verschiedene politische Meinungen hatten. Mit diesem Projekt hatten wir die Möglichkeit, mehr über die Geschichte Chiles zu erfahren und auch die Geschichte unserer Schule kennenzulernen. Dieses Projekt gab mir die Werkzeuge, um meine eigene Position und Meinung zur Zeit der Diktatur schaffen. Ich glaube, es ist wichtig, da die Geschichte der Diktatur ist in der Schule nicht so viel gesprochen. Je informierter der Schüler der Vergangenheit sind, desto besser werden sie dann Bürger sein. Wenn man zur Schule geht und die Geschichte dieser kennt, denke ich, das macht uns mehr vereint. Gab es während der Arbeit Meinungsverschiedenheiten in deiner Gruppe, Klasse in Bezug auf die Zeit der Diktatur? Welche, wie bist du, wie seid ihr damit umgegangen? Ja, es gab während der Arbeit Meinungsverschiedenheiten in meiner Gruppe bzw. Klasse in Bezug auf die Zeit der Diktatur, in dem manche verschiedene Meinungen über Pinochet zum Beispiel hatten. Einige dachten, dass er gut war, weil er Chile wirtschaftlich verbessert hat, und andere meinten, das sei nicht wichtig, weil er gefoltert und getötet hat. Aber man konnte diskutieren, ohne zu streiten und immer mit Respekt. Das Projekt hat uns als Schüler geholfen, denn es lehrte uns, mit Personen zu sprechen, die verschieden als einer denken, ohne den anderen zu respektlos zu behandeln. Wenn wir Meinungsverschiedenheit hatten, haben wir geschaut, wer recht hatte, was besser dazu passte, was mehr Sinn machte. Und sonst haben wir geschaut, was die Mehrheit dazu sagte. Wie hat deine Familie auf das Projekt reagiert? Meine Familie war überrascht, wie gut, vollständig und professionell das Buch geworden ist. Sie waren außerdem sehr stolz auf all unsere Mühe und Arbeit, die wir für das Projekt gegeben haben. Und meine Mutter war besonders bewegt und stolz, da sie in dieser Zeit in der Schule war und weil meine Oma als Zeitzeuge im Buch steht. Außerdem die Gestaltung des Buches war sehr, sehr schön und sie glaubten, dass es war sehr gut, dass sie es in zwei Sprachen gemacht haben. Da nicht alle Personen sprechen Deutsch, meine Eltern sprechen kein Deutsch. Meine Familie hat das Projekt gemerkt. Dieses Projekt hat viele Redeketten in meiner Familie geöffnet. Das Ergebnis hat ihnen ganz gut gefallen. Mein Vater hat angefangen, das Buch zu lesen. Was hast du über die deutsche Schule Santiago in der Zeit der Diktatur gelernt? Die deutsche Schule Santiago hat sich weitestgehend an alle Richtlinien und Gesetze gehalten und war keineswegs rebell. Ich habe gelernt, dass die Schule bei der Zeit der Diktatur hier in Chile war sehr unterschiedlich als jetzt, weil es war sehr militarisiert, weil die Militäre wollten, dass die Schüler sie liebten und sehr patriotisch wurden. Und deswegen gab es viele Unterschiede, wie die Actos Cívicos, wo sie die Fahne strecken sollten und das Nationalhymn singen sollten mit die dritte Strophe. Also kann man behaupten, dass die Schule sehr viele enge wie auch persönliche Verbindungen zur Militärregierung hatte. Zum Beispiel eine sehr wichtige Verbindung war die von Fernando Maday. Er war Schüler von der Schule, sodass die Schule ihn sehr wichtig fand, denn er hatte Beziehungen zur Luftwaffe und war daher auch Mitglied der Militärjunta. Die Schule hat ihn auch offiziell zur Verabschiedung von Schulleiter Fischersboring eingeladen. Welcher Moment im gesamten Projekt war für dich besonders bewegend, emotional, schön, schockierend etc.? Für mich war es besonders bewegend, als wir zum ersten Mal das Museo de la Memoria besuchten, denn dort gab es Spuren dessen, was unter der Diktatur geschah, wie Briefe von den Kindern zu ihren Eltern, die verschwunden waren oder zu Folter verschleppt worden waren. Dem Interview mit Jorge Weil, wo er sehr detailliert erzählte, wie er gefoltert wurde. Ich habe ein Interview mit Juanita Zunino gemacht. Die war eine Frau, die am 11. September 1973 in der Universidad Técnica del Estado, wo, im selben Ort, wo Victor Jara genommen wurde. Also diese Information könnte ich
ohne dieses Projekt gar nicht wissen. Was ist das Wichtigste, was du in Bezug auf historisches Forschen, das heißt der Arbeit mit Quellen und Zeitzeugen, gelernt hast? Ich hatte davor noch nie ein Interview geführt und ich dachte, es wäre etwas Einfaches und dass man hingeht und einfach fragt. Aber bei der Vorbereitung ist mir klar geworden, dass man sehr viel mehr dafür machen muss. Man muss sich die Fragen ausdenken, man muss die Fragen vorbereiten, man muss die richtigen Fragen stellen, man muss ein Aufnahmegerät dabei haben, man muss Zwischenfragen stellen können, man muss zusehen, dass der Zeitzeuge sich wohlfühlt, dass du dich auch wohlfühlst und dass es ein flüssiges Gespräch wird und außerdem, dass du mit schwierigen Situationen umgehen kannst. Ich denke, dass das Wichtigste waren einfach die Gefühle, die die Zeitzeugen gezeigt haben, dass sie beide Seiten sozusagen freigegeben haben, ihre verschiedenen Blickwinkel und dass sie komplett offen mit uns geredet haben und sie haben sich auch ziemlich gemütlich gefühlt mit uns. Im Kontext des Projektes, was bedeutet Erinnern für die Gegenwart für dich? Erinnern für die Gegenwart bedeutet für mich, dass man die Geschichte eines Landes nie vergessen sollte, egal wie lange sie schon her ist. Ja, als Chilenin wissen, dass die Gründe und die Dinge, die wenn die Menschen protestierten am 18. Oktober 2019 in der Epoche der Gobierno Militar entstanden sind, also unsere Taten, die in der Vergangenheit passiert sind, haben eine direkte Konsequenz in unserer Gegenwart, wie zum Beispiel der Wirtschaftssystem und auch die Konstitution und die AfP. Sie sind alle in dieser Zeit entstanden und auch die kleinen Dinge, wie zum Beispiel der Schuluniform. Einer unserer Zeitzeugen hat uns erzählt, dass vorher gab es dieses Uniform nicht, aber heutzutage haben wir einen Schuluniform, der während dieser Zeit entstanden ist. Was wünschst du dir, was mit den Ergebnissen des Projektes passiert? Ich wünsche mir, dass wir die Projektbücher in der Schule behalten, in der Bibliothek zum Beispiel, damit die anderen Schüler diese Bücher lesen können. Dieses Buch sollte Teil der Schultradition werden. Man könnte dieses Buch in Ciencias Sociales wie auch in Geschichte einsetzen, damit die Schüler viel tiefer lernen und verstehen können, wobei auch in beiden Sprachen. Ich wünsche mir, dass wir das Wettbewerb gewinnen, denn wir Schüler haben viel Zeit darin investiert, jedoch es hat sich sehr gelohnt. Ich wünsche mir aber noch, dass sowohl junge als auch alte Leute sich an das Buch interessieren und es lesen. Vergessen Sie dies nicht. Erinnern für die Gegenwart.